Menschen einfach sehr, sehr schlecht darin, das Langfristige zu priorisieren. Das ist egal, ob das, also wir sehen es beim Klimawandel, ehrlich gesagt, wir sehen es auch bei der Gesundheitsvorsorge und wir sehen es eben auch bei der finanziellen Vorsorge. War nicht, noch nicht auf. Da haben wir, glaube ich, Elch gegessen. Das ja. Was? Das Hausdings da. So, einen Kaffee trinken. Jetzt schauen wir mal da vorne noch. Leute. Ah, da ist eine komische, wie heißt das? Eis, wer, nein, das ist hat mit Räder, Blautuch-Bändle. Aber ist nicht viel los. Aber wir können auch, ach so, ich habe gedacht, wir können auch innen sitzen. Schau mal her sitzen. Ich habe nicht angemacht. Ah, das ist ein Garten. Das kann man doch auch durch Fenster. Und? Aber warum ist das kein Glas, dem Fenster? Das war bestimmt mal. Früher haben die da kein Glas hingemacht. Früher haben die da Schweinehaut hingemacht. Schweinehaut. Hä?
Zweine. Ja, getrocknete. Ja. Ganz dünn geschabt. So, gehen wir. Was ist das hier? Hier ist doch noch. Ist aber kalt hier drin. Kann man da rein? Gebitsdings da. Grünen? Ich losel. Ah, jetzt kann man im Garten rein, raus. Mach mal auf. Und was war das hier? Gebetsraum. Wo ist sie? Da drüben. Das sind ja Grabsteine noch. Das sind noch Grabsteine. Und das war's, oder was? Thank you.
Meine Wach, Wach. Das sieht ganz so aus. Das sieht dann der Form aus, ne? Modell. Guck mal, da ist eine kleine Treppe, wo man hochgehen. Ja. Mundart, Wassersuppe mit in Schmalz gerösteten Brotschnittlen. Wieder als Fleischsuppe mit Brotschnittlen, Schmutz, Fleisch. Jeden Morgen als Wassersuppe mit dem Schmalz gerösteten. Was ist eine Wassersuppe? So, nur einfach Wasser oder was? Ja, keine Ahnung. Wasser mit ein bisschen Schmalz oder was? Reisbrei-Suppe, Brotschnittel und Fleisch. Wo? Oh mein Gott. Alles nur Schmalz benutzt. Schweinefett. Aber das stinkt da drin, ne? Das Holz. Ist das von Holz? War das ja sehr richtig? Das Badehaus? Oder war das das Badehaus da vorne mit dem Brunnen? Da, Brunnenkapelle. Ja, das ist dein Badehaus, oder? Da hinten im Blautopf.